Wo sind wir? War hier nicht 1 bis 8 eigentlich eingestellt? Egal, kann man sowieso mal wieder laden. Ich glaube, dann geht automatisch 1 bis 8. Aber darum geht es ja gar nicht, um die Laufschrift, sondern es geht hier um meine, habe ich schon so ein bisschen auseinandergenommen, mein USB-Hub, der hat so Wackelkontakte. Dann mache ich das an, dann ist die Leuchtdiode nicht ganz hell, nur so halb. Dann biegt sich das hier scheinbar auch so ein bisschen, da drücke ich drauf, hier. Und dann geht es an und aus und hat so einen Wackelkontakt. Eigentlich habe ich den immer gemocht. Also funktioniert hat richtig, da konnte man die einzelnen Ports so an- und ausschalten. Ganz praktisch, wenn man was gerade nicht brauchte, hat das keinen Strom gebraucht. Auseinander geht das ziemlich einfach. Das ist nur so gesteckt und dann sehen wir, aha, hier oben ist so eine Leiste. Hier sind die ganzen USB-Ports zum Einstecken. Ja, und wir haben da ein Controller. Nehmen wir das auch mal raus. Wie kommt der Staub da rein? Auf der Rückseite nichts. Wie sind denn so die Verlötungen? Eigentlich ja gar nicht so schlecht. Oder habe ich das selber schon mal nachgelötet? Ich glaube, ich habe das selber schon mal nachgelötet, oder? Bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass ich an einem schon mal rum. Ich hatte zwei, einen rumgelötet habe. Ich weiß nicht, ob es dieser war oder der andere. Und das ist hier der. Nö, der eine Controller für die ersten vier. Und das ist der nächste Controller für die nächsten vier. Und der Eingang ist wahrscheinlich. Oder der vierte mit dem Eingang von dem hier verbunden. Drum sitzt da der Chip. Also eigentlich sind es die drei und der vierte ist intern und geht direkt in die nächsten vier. Also es sind zwei Controller auf einer Platine. So, und da will ich mal gucken, ob ich zeigen kann, was da schief geht. Das ist ja hier noch so ein ganz altertümlicher. Machen wir es halt so rum. Ist doch Schnubbel. In die Powerbank. So, dann leuchtet es einmal hier. So, und dann kann man die einzeln einschalten. Ja, und da sehe ich schon. Ne? Ist vielleicht doch lieber so rum. Sieht man besser, ja. Achso, da sehe ich die Anzeige nicht. Ah, oh, ist doch so. Und das hier ist so. Jetzt geht's an aus, aber eben haben wir das gesehen, das ging nicht so richtig an aus. Da war irgendwie ein Wackelkontakt. Jetzt, na, schon wieder. Und wenn man dann da so drauf drückt, hier oben, dann geht's halt doch. Also ich schätze mal, entweder ist es die Platine oder ich schätze, es sind die Schalter. Die Schalter sind schlecht und machen mir da immer Probleme. Sekunde. Das soll doch durchlaufen da. Die Schalter sind schlecht. Na, jetzt gar nichts. Wieder nichts jetzt. Den. Nix. 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 Die Powerbank hat sich abgeschaltet. Ich nehme mal eine andere. Die ist dumm. Die liefert Strom bis zum Sankt Nimmerleins. Ja, der hier will zum Beispiel nicht. So, und jetzt, der ist ausgefallen, weil die Schalter hier irgendwie totaler Dreck sind. Jetzt drücke ich hier so noch ein bisschen drauf. Ja. Aus, 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 aus. Da zum Beispiel. Das.
die anderen. Ne? Sollte eigentlich sofort angehen. Und hier, das ist immer das Problem. Und dann ist bei mir die USB-Geräte haben dann natürlich keinen Strom. Was ist denn hier? Ist doch keine ewige Powerbank. Da! Dann geht's an, aus, an, aus. Ich suche nochmal einen anderen. Ich glaube, die schaltet sich auch irgendwann aus. Die schaltet sich nicht aus, da bin ich mir sicher. Ja. Da. Und dann kriege ich immer Probleme mit den Geräten. Weil ich schätze mal, das ist der Schalter. Wenn ich hier an dem Schalter rumwacke, also jetzt an dem hier, dann merke ich das auch. Und eingelötet ist der. Ist der vollkommen in Ordnung. Wenn es ist mechanisch, es muss ja ein elektrisches Problem sein. Jetzt tut das wieder. Der ist hier so auf halb. Machst du aus, machst du an. Der bleibt auf halb. Liegt das an der LED oder woran liegt das? Und so spinnen die alle ein bisschen rum. Da, der ist jetzt schon allein ausgegangen. Und dann funktioniert, was weiß ich, die Maus. Und jetzt ist es wieder angegangen. Also diese Schalter sind für... Schrecklich. Man muss doch gar nichts machen. Dann wird es halt ein bisschen wärmer und auf einmal... Und der ist hier irgendwie ganz hinüber. Ich kann hier mal Folgendes probieren. Das sind ja einfach nur die beiden Dinger, die da kaputt sind. Schätze ich jetzt mal. Ich nehme mal was gut Leitendes. Machen wir hier das Messerchen. Und pack das mal hinten da drauf. Gucken, was passiert. Machen wir mal da aus. Und nehmen wir hier den rechten. So, Schalter überbrücken. Was ist denn so schwer? Schalter ist überbrückt. Und er leuchtet. Da. Leuchtet. 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 Der leuchtet schon gar nicht mehr so richtig hell, auch wenn er komplett überbrückt ist. Vielleicht war der immer an und die Leuchtdiode ist schwach geworden. Ne? Schwäche. Schwächelt sehr. Gegenüber dem und dem. Also die Kontakte, wenn ich die mit diesen Dings, dann sind die irgendwas überbrückt, ist das in Ordnung. Das sind die, ne? Hier. Und so ist das nicht mehr zu gebrauchen. Jetzt kann ich andere kleine Schalter da einbauen. Aber die müssen natürlich, weil das Gehäuse da passen soll, müssen die natürlich in der Höhe und der Breite und der Länge stimmen. So ist es nämlich momentan nicht mehr zu gebrauchen. Und das die eine Leuchtdiode, die ist dann halt ein bisschen. Aber ich glaube, das tut der Funktionalität keinen Abbruch. Und hier habe ich sie ja irgendwie schon alle neu eingelötet. Daran liegt es nicht. Es liegt scheinbar, ist da oben, hier bei dem Schaltern, irgendwas. Jetzt funktioniert es natürlich alles wunderbar. Vielleicht muss man das öfter mal machen, damit es gescheit. Der hat wieder ein Problem.
Und da sind halt die Schalter irgendwie zu billig. Vielleicht sind die. Vielleicht sind die in. Die sind auch nur so auf halb. Der scheint die ganze Zeit so auf halb. Na, jetzt, da, halb. Und da reicht es dann nicht mehr. Mal gucken. Und dann am Gehäuse. Da. Muss ich am Gehäuse wackeln? Hilft nicht. Das Gehäuse? Naja, doch. Aber ich glaube, das ist eher hier dieses Kick-Ding. Die Mechanik in diesen Schaltern. Da müsste man eigentlich die ganzen Schalter auswechseln. Entweder macht man das so. Da hat man wieder die volle Funktionalität mit ein- und ausschalten. Weil so kann das nicht sein, dieser Wackelkontakt da. Der, will er mir was morsen oder was? Also es hilft auch nichts mehr mit dem Pammen hin und her, oder? Ich habe immer noch das. Die müssen einfach gescheit funktionieren, wenn ich da anmache. Da, schon wieder. Na, jetzt habe ich den bedient. Und wenn sie das nicht tun, dann kann ich sie nicht gebrauchen. Was ich dann auch machen könnte, ich könnte hier einfach alle verbinden, dann ist immer alles an. Habe ich kein schaltbares mehr, aber habe immer noch ein 7-Port-Teil. Oder ich sehe zu, dass ich diese Schalter da kriege und löte da neue Schalter ein. Möglichst in der Tiefe. Die kriegt man bestimmt noch irgendwo her. Schalter. Gucken wir mal, was ich an Schaltern da habe. Schalter. Ich habe gar nicht so viel Schalter. Also ich habe noch diese guten alten Kippschalter. Die halten richtig lange. Ne? Ich habe hier sogar so einen Kohlen. Die wollte ich mir irgendwo mal in den PC bauen oder so. Ansonsten habe ich keine gescheiten Schalter. Nicht so viele. Oh. Da steht überall was vor. Oh, leichten Platzmangel. Dann habe ich hier noch Schalter. Die sind auch für viel mehr Volts. Die sind das so klein. Die sind größer. Hier habe ich ein paar. Aber das sind hier meine 230 Volt. Natürlich kannst du auch eine kleine Rückspannung darüber. Nö, hab keine Schalter. Das heißt, ich versuche die Dinge aufzukriegen. Die haben hier, damit sie irgendwo reintust. Hier haben so ein kleines. Ich glaube. Das taucht aber auch nichts. Diese Schalterchen. Ich glaube, die kann ich auslöten und wegschmeißen. Also, der zweite macht auch Ärger. Die sind einfach total unzuverlässig. Der erste hat auch Ärger gemacht. Der dritte. Irgendwie haben es doch irgendwie alle Ärger gemacht. Die sind alle unzuverlässig. Da, wieder nicht. Jetzt doch, jetzt wieder nicht. Jetzt doch, jetzt wieder nicht. Jetzt doch. Das, ja, und jedes Mal meldet sich das USB-Gerät ab, oder? Die kann man komplett so wegschmeißen.
Oder auch drin lassen. Ist wurscht. Ich glaube, ich löte die einfach unten. Zusammen jeweils. Dann habe ich zwar noch einen USB-Hub, der immer auf 1 ist. Auf allen. Aber dann hier zum Beispiel dann auch dauerhaft. Das ist halt dann nicht mehr schaltbar. Aber die Schalter haben irgendwie ihre Lebenszeit überstanden. Und hier ist sogar die LED. War vielleicht irgendwie schlechtes Modell. Hat auch irgendwie ihre Lebenszeit überstanden und wird schon dunkler. Das dürfte aber die Funktion nicht beeinträchtigen. Ich habe diese Schalter nicht, oder? Warte mal. Ich hatte doch einen zweiten. Ich guck mal in meiner Kiste nach, wo mein Elektroschrott drin ist, ob ich da vielleicht noch was finde. Nee. Da ist nichts mehr drin. Ja, da geht's an und da geht's auch irgendwann mal wieder aus. Das ist zwar hier eindeutig, aber vielleicht ist da nur so die Wippe total einfach gemacht. Und da schon wieder. Und jetzt ist das Ding auch noch. Also die Schalter kannst du total vergessen. Die brauche ich auch nicht auslöten. Die kann ich. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dann nehme ich mir ein Edding und mal das da über als Zeichen. Nö. Funktioniert nicht mehr. Kein I.O. mehr, sondern nur noch I. Und der Hub an sich wird wahrscheinlich noch funktionieren. Und da löte ich jetzt einfach überall ein Stück Draht dazwischen. Dann sind sie halt immer alle ein, aber die können nicht mehr ausgehen. Da habe ich halt keine Stromsparfunktion mehr. So, ich löte das mal zusammen, dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe hier hinten überall so ein Quer. Einen guten Solder-Blob obendrauf. Jetzt müssten sie eigentlich immer alle an sein. Mal gucken, ob es er braucht. Ja. Jetzt sind sie alle auf. Ist jetzt egal, ob an oder aus. Die sind jetzt immer an. Da kann mir dann der Wackelkontakt im Schalter egal sein. Und dass die LED, die ist halt so. Das lag jetzt nicht am Schalter. Die ist halt ein bisschen. Auch die arme kleine Idee ist ein bisschen schwächlich. Die ist auch schon ein bisschen schwächlich. Naja. Okay, dann ist halt immer alles an. Immer noch besser als wegschmeißen, weil die Controller funktionieren ja noch. Kommt das Ding da wieder drauf? Ist das richtig hier so? Ja, schon. Ich hoffe, dass noch genügend Luft ist für das Extra. Und das kommt jetzt. Das denn hier hinten? Wozu? Wozu haben sie das gemacht? Ach, das ist da hinten noch mal so ein bisschen raus. Scheint. Wozu soll das gut sein? Das Ding ist alt, das sind blaue Leuchtdioden, die waren ganz cool zu der Zeit. Da waren sie gerade günstig geworden. Jetzt habe ich da so einen Baldstein, oder? Nö, doch nicht. Doch, so einen kleinen. Nicht weiter schlimm. So, und dann kann man die Schalter da oben ignorieren, weil angesteckt. Funktionieren sie jetzt alle? Auch wenn das Ding. Ja, das war es dann halt auch noch. Die LEDs durch dieses.
Teil hier sind auch nicht so toll abzulesen, ob die nun an sind. Also da wäre ja ein bisschen weniger, ne? Und der, ja, da weißt du nicht, ob der andere da aus ist. So, und jetzt bin ich mir sicher, die sind immer an. Und hier draußen ist halt irgendwie, ja, bisschen blau wegen, ja. Was, wozu haben Spiele, Game-PCs, RGB-Lüfter? Das hat auch keinen Zweck. Außer, dass es ein bisschen funkelt. Jetzt weiß ich, das ist ein Always-On. Und kann die doch noch benutzen. Halt nicht mehr mit einzeln abschaltbar. Die Schalter haben ihre Lebenszeit hinter sich. Ist schon älter. Ist USB 2.0. Das war abschaltbar. Oh, ganz neu. Ich glaube, das ist von Pearl, oder? Aber, naja, das haben die auch irgendwo aus China importiert. Und dann ihr Dings da drauf und hinten ihr Aufkleber und gut ist. Ist auch keine bessere Qualität. Und die 2 Jahre hat ja, Gewährleistungszeit hat ja durchgehalten. Und jetzt brauche ich da nicht mal ankommen und sagen, ihr habt da billige Komponenten verbaut hier in den Schaltern, die sind nicht korrekt. Weil nach 2 Jahren gibt es da nichts mehr. Was denn, wir hatten noch 2.0-Ports. Die haben doch alle 3.0er jetzt. Wer hat denn noch so einen alten Rechner wie ich, der noch 2.0er-Ports hat? Aber jetzt kann ich das nochmal weiterverwenden. Das sind 7 Ports, ne? Kann man ordentlich nochmal irgendwo was anschließen, wenn man das braucht. Repariert? Naja, eigentlich schon, oder? So gut es geht. Immer noch besser als weggeschmissen. Und ich hatte es dann immer, dass dann warst du mitten im Spiel und dann der Joystick war, glaube ich, hier und dann hast du wieder diesen Wackelkontakt. Dann kannst du nicht weiterspielen, beziehungsweise dein Joystick sagt nichts mehr, dein Controller, und dann stirbst du. Weil das ist dein Feind egal, ob dein Controller funktioniert. Ja. Und dann war es so komisch. Und ich glaube inzwischen, es liegt an dem Hub. Dass ich habe ein Projekt gemacht, das, wie nannte ich das? Hitmaster, genau. Human Interface Device. Das ist eine kleine Tastatur mit 5x4. Müssen wir auf meine Website gucken, coolweb.de, und da Raspberry Pi Pico. Raspberry müsst ihr da gucken, genau. Wenn der coolweb.de, da kriegt er so einen Haufen Knöpfe da auf Raspberry, weil ich habe es mit dem Raspberry Pi Pico gemacht, dann runterscrollen und dann findet er das. Und ich dachte, ja, da habe ich irgendwie was falsch gelötet an diesem Controller, weil der sich dann, wenn ich aufgestanden bin und weggegangen bin, ist der manchmal, hat er ein Reset gemacht. Und ich schätze, das war hier einer dieser Schalter, der dann so komisch auf Kippelstellung war, dass wenn ich dann aufgestanden bin und dann, was weiß ich, an die Tischkante gestoßen bin oder keine Ahnung, das ist daran nach. Ich dachte erst, es liegt an der Reset-Leitung, habt ihr extra noch einen Pull-Up-Resistor eingebaut. Müsst ihr euch da durchlesen, wenn euch das jetzt nicht Spanisch oder Chinesisch vorkommt oder ihr die Fachbegriffe nicht kennt. Aber es ist nicht besser geworden. Und ich glaube, es lag an diesem Teil. Wenn es total unzuverlässig ist, ja, dann bringt das halt auch nichts und ist nicht mehr brauchbar. Das kommt jetzt hier in meine Kiste. Und wenn ich da mal wieder ein USB-Hub brauche, wo nicht abschaltbar sein muss, ist das halt. Okay, das war dieses kurze Video. Dieses Repair-Bastel- und Repair-Video. Und wir sehen uns im nächsten dann wieder. Lasst bitte ein Like da, lasst ein Like da, lasst einen lieben Gruß in den Kommentaren und schickt mir Schnapspralinen zu meiner Adresse. Die von diese Dings da mit Nuss und lecker. Ja, nee, wie komme ich jetzt da drauf? Da könnte ich jetzt drauf. Aber ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.